Wie ihr wisst, liebe ich es, Essen aus anderen Ländern zu kochen. Und wenn ich abends auf der Couch sitze und Lust auf einen richtig leckeren Snack habe, habe ich einen Geheimtipp für euch. Quesadillas machen wir heute. Und das Rezept dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Aber wir starten jetzt direkt mit dem Hühnchen. Das wird in Streifen geschnitten. Als nächstes schneide ich die Paprika, eine rote Zwiebel und zwei Frühlingszwiebeln. Und weil ich es gerne scharf mag, kommt bei mir noch ein bisschen Chili dazu. Wenn ihr es nicht so sehr scharf mögt, nehmt ihr einfach das Kerngehäuse und die Kerne raus. Und dann lege ich jetzt auch schon direkt los und werde das Hühnchen richtig schön knusprig anbraten mit etwas Öl. Das Hühnchen hat jetzt schon richtig Farbe bekommen. Nun kommt das Gemüse dazu, wird noch gewürzt mit Salz und Pfeffer und mein Geheimtipp, Paprikapulver. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich werde den ersten Wrap direkt belegen. Ich teile mir die Pfanne immer so ein bisschen auf, damit ich weiß, alles klar, 4 Wraps. So viel habe ich ungefähr für einen. Belege ihn auch nur von der einen Seite. Und dann muss da natürlich ordentlich Käse drauf. Und weil kalte Quesadillas nicht schmecken und der Käse schmilzen muss, gebe ich sie jetzt noch mal in die Pfanne. Ohne alles, kein Öl, nix. Dafür könnt ihr natürlich auch super einen Kontaktgrill benutzen. Und weil ich heute mal faul bin, habe ich mir fertige Guacamole besorgt. Wie ihr aber Guacamole selber machen könnt, das zeigen wir euch hier in diesem Video. Oh yeah. So, und jetzt schaut mal, wie aussieht von innen. Boah, seht ihr, wie der Käse geschmolzen ist? Die beste Quesadilla, die ich je hatte und ich finde das perfekte Rezept für den entspannten Abend. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Hammer.